So, meine Lieben, es ist mir doch noch gelungen, eine Drehgenehmigung hier in dieser Kathedrale zu Straßburg zu bekommen. So können wir dieses Bauwerk ein wenig von innen her bewundern. Hier im Bild seht ihr jetzt eine Empore, auf der auch die Kirchenorgel errichtet worden ist. Sie ist freilich nicht so imposant wie die in Passau. Die Pfeifen, die ihr von außen her seht, bestehen aus Zinn und sind sogenannte Lippenpfeifen oder auch Labialpfeifen. Wir gehen jetzt einmal in eines der Seitenschiffe. Hier seht ihr jetzt erst einmal das Hauptschiff. Seht, wie hoch dieses Kreuzgewölbe ist, wie lang diese Kathedrale doch ist. Hier der Altarbereich. Ich bringe euch einmal näher heran. Jetzt begeben wir uns in eines der Seitenschiffe. Auch hier sieht man wieder diese wunderbaren, kunstvollen Gläser, die wunderbaren Fenster mit verschiedenen Motiven aus der Bibel. Die Farben sind noch nicht so klar zu sehen, ich zoome es euch jetzt heran. Man sieht ja auch, wie intensiv diese Farben gehalten sind. Es ist immer wieder unglaublich, welchem Aufwand diese Fenster gefertigt wurden. Gehen wir noch ein wenig weiter. Schwimmen wir nochmal rüber. Und sehen uns dieses Fenster noch ein wenig näher an.
gehen wir noch ein paar Schritte weiter und machen noch einmal einen kleinen Schwenk nach rechts hinein in das Mittelschiff und mit dem Blick zum rechten Seitenschiff. Hier sieht man auch die astronomische Uhr. Ich versuche es jetzt mal für euch heranzuzoomen. Mit ein bisschen Glück sehen wir sie jetzt gleich. Ja, da kommt sie auch schon her. Hier die Säule auf der rechten Seite und diese schwarze Scheibe, die ihr da seht, das ist diese besagte Uhr, die noch einmal am Tag, nämlich um 12 schlägt. Und sie stellt den Ablauf der Gestirne dar. Ein echtes Wunderwerk der Technik. Ihr seht auch, Straßburg ist doch ein lohnenswertes Ziel für all diejenigen, die sich für Architektur und Kunst oder für Geistliches begeistern können. Aber auch für all diejenigen, die ein wenig Kurzweil suchen, Unterhaltung oder auch sich gerne den Genüssen hingeben, sind hier allemal überaus erstklassig versorgt. Und wie erstklassig wir versorgt sind, das werde ich euch in etwa 3 Stunden zeigen.